Heute blieb das Auto stehen. Nur 8 bis 10 Minuten Fußweg von unserem Wohnwagen am Campingplatz Tirol Camp bis zur Fieberbrunner Bergbahn. Wir fuhren erstmal zur Zwischenstation Streuböden und dann umsteigen und von da zum Lerchenfelskogel in 1654 Meter Höhe. Der Blick in die Kitzbüheler Alpen war fantastisch. Dann wanderten wir erstmal ein kleines Stück bergab bis zur Wildalm 1579 Meter. Vor Ort entschieden wir, dass wir uns ab hier trennen. Mein Mann ist wieder zur Zwischenstation Streuböden gewandert, um dann mit der Bergbahn wieder zurück ins Tal zu fahren. Übrigens, die Bahn kostet 19 Euro pro Person hoch und runter. Ich wollte unbedingt zumindest bis zum Wildsee-Lodersee laufen. Eine zuerst gemütliche Wanderung über Wiesen, wo ich dann schon bald oben das Dach des Wildsee-Loderhauses sah. Aber bis dahin wurde es erst einmal ein bisschen schwieriger. Nicht ganz so sehr, aber anstrengend war es schon. Immer bergauf über unzählige Stufen und Steine. Eine absolut beeindruckende Natur. Ich richtete meinen Blick immer mal zurück über die wunderschöne Bergwelt der Alpen und der bunt gefärbten Sträucher und Bäume in meiner unmittelbaren Umgebung. Oben angekommen, nach einer Stunde und 20 Minuten, erblickt man zuerst eine kleine, aus Stein gemauerte Kapelle, die, wie ich erfuhr, ein früherer Wirt des Wildsee-Loderhauses seiner Frau gewidmet hat, welche bei der Geburt ihres gemeinsamen Kindes verstorben ist. Dann blickt man über den wunderschönen Wildsee-Lodersee, ein ganz idyllisch gelegener Wildalpsee, eingebettet zwischen den Bergen Henne im Osten mit 2078 Metern und dem Wildsee-Loder im Westen mit 2119 Metern. Ein kleiner Wanderweg führt rund um den See, ideal zum Entspannen, eventuell ein kleines Picknick einzulegen oder sich ganz einfach ins Gras zu legen und den Wolken nachzuschauen. Auch ein perfekter Platz für Kinder, hier gibt es viel zu entdecken. Die Tiefe des Sees beträgt ca. 11 Meter. Geografisch handelt es sich hier um einen typischen Karsee, der durch einen Gletscher der letzten Eiszeit gebildet wurde. Der Wildsee wird durch einen kleinen Bach am nördlichen Ende entwässert, der bald in eine Sinkhöhle verschwindet und 3 Kilometer weiter östlich in den schreienden Brunnen im Hörndlinger Graben wieder zutage tritt. Und da schließt sich der Kreis und wir erkennen den natürlichen Zusammenhang, denn die schreienden Brunnen haben wir im Teil 2 unserer Tirolreihe gesehen. Schade, für den Aufstieg der Berge Wildsee-Loder, Oder und Henne reichte meine Zeit leider nicht, hatte mich vorher nicht ordentlich informiert. Denn um das zu tun, muss man bis spätestens 11 Uhr an der Bergstation starten. Deshalb habe ich auch diesen Kanal, um besser zu informieren. Also, dann bin ich doch direkt auf die Terrasse des schönen Wildsee-Loderhauses in einer Höhe von 1854 Metern gegangen und habe mir, was auch sonst, einen Apfelstrudel mit Vanillensoße und einen verlängerten gegönnt. Ein verlängerter ist in Österreich ein ganz einfacher Kaffee. Mit Blick über dem See und der beeindruckenden Bergkulisse im Hintergrund war das eine wunderbare Entspannung vor dem Abstieg. Mit Vorsicht auf Geröll ist dieser eigentlich ziemlich leicht zu laufen. Bis zur Senke Wildalm sind es 45 Minuten und bis zur Bergstation Lerchenfelskogel nochmal 30 Minuten, bei einer Höhendistanz von 300 Metern. Wir entschlossen uns heute für die Großglockner Hochalpenstraße. Es waren 59 Kilometer vom Campingplatz bis zum Anfang der mautpflichtigen Straße.
Die Großglockner Hochalpenstraße schlängelt sich 48 Kilometer durch die hochalpine Landschaft wie ein Band. Sie schmiegt sich den Bergen an, als würde sie von Natur aus mit dazugehören. Sie führt von den Tälern über 1500 Höhenmetern hinauf zu den Felsen und Gletschern. Binnen einer Stunde durchfährt man alle Vegetationsstufen der Alpen. 36 Kehren und nach jeder einzelnen Kehre sieht man die Bergwelt wieder in einem anderen Blickwinkel. Wasserfälle, kleine Bergseen und der Blick auf schneebedeckte Berge runden die spektakuläre Fahrt auf besondere Weise ab. Den ersten Halt machten wir bei 2260 Metern am Haus Alpine Naturschau. Dort gibt es eine Ausstellung zum Thema Hochgebirgsökologie. Sehr interessant dargestellt. Die Aussicht grandios und wie man sieht, schon im Oktober Schnee. Der zweite Halt war die Edelweißspitze. Sie ist mit ihren 2571 Metern nicht nur der höchste Punkt der Großglockner Hochalpenstraße, sondern auch die höchste Bergspitze, die man mit dem Auto erreichen kann. Dort liegen 35 Dreitausender im Blickfeld der Besucher. Wieder hinab ein kleiner Stopp zum Fotografieren des Fuscher Törls bei 2428 Metern. Von da hat man einen fantastischen Blick auf die Kehren der Großglockner Hochalpenstraße. Außerdem befindet sich hier auch eine Gedenkstätte für die 15 während der Errichtung der Straße von 1930 bis 1935 verunglückten Arbeiter. Einen weiteren Stopp gab es bei 2262 Metern am Fuscher Lake. Ein wunderschön gelegener Gebirgssee. Und hier sieht man auch ein original erhaltenes Straßenwärterhaus. In diesem gibt es eine Ausstellung über den Bau der Großglockner Hochalpenstraße von 1930 bis 1935. Weiter ging die interessante Fahrt über die Berge bis zum Hochtor. Das ist die Passhöhe. 2504 Metern. In strengen Wintern mit viel Schnee oder bei extrem schlechten und nebligen Wetter kann man die Flügeltüren des Tores ganz einfach schließen, um eine gefährliche Fahrt durch die hochalpine Landschaft zu verhindern. Und ich weiß, von was ich spreche, denn vor 25 Jahren standen wir schon mal hier vor verschlossenem Tor. Und wir hatten uns damals geschworen, das Erlebnis Großglockner Hochalpenstraße lassen wir uns nicht nehmen. Wir kommen wieder. Und das haben wir heute getan. Ein kleiner Abstecher in das schönste Alpendorf Österreichs, Heiligenblut, in 1288 Metern am Fuße des Großglockners. Eine einzigartige Bergkulisse. Die Kirche ist eines der bedeutendsten Sakralbauten im Ostalpenraum. Dann wieder bergauf zur Glocknerstraße.
Links abgebogen geht es zu unserer letzten und wichtigsten Station, der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe in 2369 Metern. Dem einzigartigen Panoramablick auf den 3798 Meter hohen Großglockner und dem mehr als 8 Kilometer langen und somit Österreichs größten Gletscher. Ganz bequem sind wir mit dem Auto bis an den Rand des Gletschers gefahren und haben auf der sonnigen Terrasse Kaffee getrunken und zum Essen gab's Scheiterhaufen. Ein leckeres Dessert aus Äpfeln, Mandeln, Rosinen, Brötchen, einer Pissé-Haube und das alles mit Vanillensoße. Von hier aus kann man den 30-minütigen Alpenpanoramaweg, den Gamsgrubenweg, laufen. Für geübte Bergsteiger gibt es von da aus noch einen hochalpinen Weg bis auf den Glockner. Von der Aussichtsterrasse sieht man direkt in den Gletscher am Fuße des Großglockners. Beeindruckend. Durch den Klimawandel und dem daraus entstandenen Anstieg von ca. 2 Grad Celsius ist der Gletscher von 1856 bis heute um 27 Quadratkilometer geschrumpft. Der Kraftwellenberg des Künstlers Johann Weiringer trägt ein großes Boot aus Bronze. Die Steine sind Sinnbild für die unendliche Dauer der Gebirgsbildung. Das Boot hingegen steht für das Zeitgefühl des Menschen, dessen Denken mit der Arche Noah beginnt. Wellenberg und Boot sollen hier in der Hochgebirgswelt des Großglockners zu einer geistigen Reise in die Vergangenheit anregen, zu der alten Sage vom goldenen Boot in einem vergangenen See, wo heute die Pasterze ist, bis hin zum Urmeer, aus dessen Fluten sich vor Jahrmillionen der Großglockner mit unvorstellbarer Langsamkeit emporfaltete. Alles in allem war das ein beeindruckender Tag in den Alpen. Wir haben viel gesehen und noch dazu gelernt. Fazit: Einmal sollte man unbedingt die Großglockner Hochalpenstraße entlang gefahren sein.